Die drei Monitore von Lafortune werden gleich vom Meer verschwinden. Ja, nice. So nennt man das, sie werden entfernt. Cobra, da steht ein Schlachtkreuzer bei Samento am Hafen, falls du was kaufen willst. Warum sollte ich mir einen Schlachtkreuzer kaufen wollen? Da steht ein Schlachtkreuzer von dir im Hafen. Ja, der steht was? Da aus... Flammen sind außer Kontrolle. Achso, warte mal, was soll ich sowas kaufen? Warum, liebe Feuerwehr, warum sagt mir nicht, dass Wessung abbrennt? Warte mal, Wessung brennt ab, das ist ja wichtig. Moment, Henrik... Alter! Das ist nicht darüber, dass dein Schlachtschiff da steht. Ja, das steht da, das aus Gründen. Ey, Wessung brennt, Feuerball, Jugendgönn. Ja, guck mal, wie viele Gebäude im Sack sind. Weißt du, die Meldung kam jetzt. Die Gebäude. Wessung ist schon halb in Asche schlägt. Stopp mal, die beiden links, die zählen nicht. Die waren vorher schon im Arsch. Ja, aber guck mal den Rest an. Also, eins. Guck mal die Menschen, zwei, die sich das anschauen. Uiuiui. Einer davon ist Kevin. Ja. Ich finde das so schön. Hier brennt so ein Bauernhaus. Rechts daneben ist der Marktplatz und da steht gerade so eine Fanfare. Jeder hier vor sich hin. Und vor der Polizeistation wird ganz fröhlich gefeiert. Warte mal. Nee, von dem Varieté wird gefeiert. Vor der Polizeistation wird verhaftet. 23. 35. Also ich glaube, wir können Wessung bald. Sinin, könntest du bitte Wessung in Klammern Polizeistaat hinschreiben? Oder Stadt? Geht das? Passt nicht. Zu viel. Dann mach halt Polizei STD. SDT. Stadt. Geht das? Polizeitestgelände. Polizeitestgelände. Das ist das Testgelände für die neuen Gummiwaffen der Polizei. Ist doch echt so, guckt ihr das doch mal an. Jungs, was haben wir euch beigebracht? Genau, immer knüppeln. Ruf da. Und was haben wir gelernt, wenn Kevin dazwischen ist? Ganz genau, bei denen doch mal richtig fester draufschlagen. Der soll am Ende des Tages gar nicht mehr versuchen aufzustehen. Sinning, Kaffeerösterei plus 40. Warte. Das ist hier die Kaffeesören. Ich finde, das Item kann man immer gut gebrauchen. Plus 40% ist ordentlich Knorke. Ja, kannst du doch mal holen. Ich hab's schon mal hier. Gut, bring ich mit. Gut, dass du das sagst. Da ist das Geld wieder draufgegangen, was ich bei Kuraten eingenommen habe. Und dann bekommst du auch gleich, wenn ich die Holzschnitzereien habe, bekommst du diesen komischen Roboter da. 18, 24, 30, 36, 42, da unten 47, kommt 52, Alter. Wie viel brauchen wir? Von was? 50, 52, 54. Sinning, hast du eigentlich schon Schnitzereien, Kunstschneidereien? Ja. Schreinereien. Könntest du mir ein bisschen was hochbringen, weil dann könnte ich das Item direkt craften. Ich habe das halt noch nicht freigeschaltet. Und kann das folglich auch noch nicht bauen. Okay. Meine zweite Aufgabe ist erledigt. Ich habe deine Stahlproduktion durchgeplant. Nicht schlecht. Guck mal. Aber hier, Kuraten, was hast du denn für eine Abdeckung vom Kraftwerk? Ich kann hier mit zwei Kraftwerken fast die ganze Insel abdecken. Hinaus. Jetzt geht's los. Nee, ich frag halt nur. Also ich sag's mal so. Beide Kraftwerke siehst du jetzt hier, ja? Moment. Die standen relativ nah beieinander, wenn mich nicht alles täuscht. Verdammt. Obwohl, warte mal, das wird ja mit... das wird ja da oben noch versorgt. Hehe. Okay, warte mal, dann... ich muss das nachher planen. Wenn ich weiß, was da hinkommt. Die alte Welt. Jetzt sehe ich, ja, Moment. Ich kann ja schon mal so viel sagen, dass eine der Glühbirnenfabriken nur noch ganz leicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Und dass zwei Lagerhäuser ohne Strom sind. Ja, das passt ungefähr vom Abstand. Oder wenn du es mal gesehen willst. Ich meine, wenn eine nicht angeschlossen ist, ist es auch nicht das Problem, ne? Doch, ist ein Problem. Du kannst ja vielleicht noch ein bisschen tricksen, indem du... Ja, obwohl, geht auch nicht. Phase 2. Ab geht's. Ab geht's in die Olga. Apropos ab geht's. Da baut jemand seine Weltausstellung. Ja, das hat er schon vorhin angekündigt. Also, in letzten Folgen. Plural. Gleich mal schnell letzten ein bisschen Folge. Unruhe auf der Baustelle stiften. Ein paar Bomben springen. Das hat einen guten Grund. Damit kann ich einfach Cobra und generell ein paar Items kriegen, die wir später brauchen. Da kannst du Cobra kriegen, alles klar. Geil, da kann ich Cobra kriegen. Cobra kriege ich damit sowieso dran.
wollte schon immer so ein Kuhkram. Ich muss mir nur überlegen, wie ich das... Warum hat das alles... Er hat ein Problem. Ich muss irgendwie die Feuerwachen hier positionieren, so dass es alles funktioniert. Warum haben diese ganzen Konversationen rund um meinen Namen irgendwie so einen leichten Beigeschmack von Vergewaltigung? Also, dass ich irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werde. Das interpretierst du da rein. Ja. Du bekommst einen Kobra. Tief entspannender, Alex. Du kannst... Oh, was haben wir denn? Achso, stimmt ja. Sieh's mal so, Alex. Mindestens zwei von uns haben dich gesehen, also brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Ach, die Zeitung meldet sich. Eigentlich prinzipiell haben mich alle gesehen. Nein. Doch, du auch. Ich hab mindestens gesagt. Wo soll ich dich gesehen haben? Ist egal. Er bildet sich schon was ein, er ist geisteskrank. Obwohl war er meint Geist auf den Fotos nicht. Von der Gamescom. Ach, exakt, dann die habe ich mir nicht angeschaut. Siehst du? Fotos. Hast nichts verpasst. Ja, Sinning war auch mit drauf. Du warst auch mit da drauf, Sinning. Du sitzt auch im gleichen Boot. Also für Sinning schaue ich mehr. Ich muss echt sagen, ich bin überrascht, wie gut das Zeug wirkt. Ich muss jetzt echt mal sagen, ich bin überrascht, wie gut dieses Zeug wirkt. Ich spüre meinen Fuß echt gar nicht. Ja, sag ich doch. Ich höre die Ibu. Kann man übrigens auch nehmen, wenn man krank ist. Kriegst du so. Ibu 600er kriegst du standardgemäß nicht. Ich glaube, Ibu 300er glaube ich sogar auch nicht, oder? Nein, ich sollte vielleicht ganz irgendwann ein Dauerrezept besorgen vom Arzt, ein Privatrezept und grünes. Ich frag mal den Arzt, den Typen, ob er mir nochmal über den Fuß fährt. Alter. So fängt's an. In der Aufnahme. Ja, jetzt wird er abhängig von Schmerzmedikamenten. So fängt's an. Nee, dagegen würde schon mein eigenes Wesen sprechen. Ich mag Medikamente eigentlich gar nicht und nehme sie nur, wenn es notwendig ist. Boah, ist das geil. Ich sollte häufiger. Ja. Wir wären dann soweit. Lektorieren. Ich bin auf. So, ich überlege gerade. Muss ich jetzt noch irgendwas für dich herstellen, sonst Cobra? So. Nö, nur die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Messing übernimmt Henrik und Glas übernimmt Henrik. Das Zink liefere ich Henrik, wenn es soweit ist. Oder seine Industrieinsel plant. Die Produktion hier steht ja jetzt so komplett. Ja. Jetzt muss ich das nur noch anwerfen. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Leck die Hände. Was denn? 11. Nee, ich teile hier gerade alles auf. Achso. Raubenschiffe. 13. Okay, wie viele Handelsrouten habe ich noch? 2, 3, 4. Wer war jetzt nochmal für das Messing? Hatte sich das verschoben oder blieb das bei Henrik? Ich habe über 30 Handelsrouten. Okay. Wenn Henrik nichts dagegen hat. Ja, Messing steht hier. Gut. Messing ist da. Ist da. Ist da. Ah, das wäre die Zoo-Expedition. Schon wieder. Schneekugeln. Schneekugeln. Ah, das ist doch jetzt ein Witz hier. Ein Millimü wird nicht erreicht es nicht, oder was? Okay, ich hab das hier auf Englisch stehen. Danke, Arno. Arno. Total bugfrei. Das ist kein Bug, das ist ein... Das ist ein Feature. Also ich hab ja tatsächlich auf Twitter habe ich ja die Rubrik eingeführt. Willkommen zu einer neuen Runde. Bug oder Feature? Das ist ein Feature. Bug. Feature. Bug. Alex, Bug glaub, du bist auch dafür, dass es ein Feature ist, ne? Ich bin, im Zweifel bin ich immer dafür, dass es ein Feature ist. HNG ist ein komplettes Feature. Ja. So, ich brauche jetzt 4 Getreidefarmen pro Mühle. Ich habe da drüben 4 Mühlen steht, das bedeutet, ich brauche insgesamt 16 Getreidefarmen. Alleine für die Produktion. Okay, das war gerade gruselig. Ich bin an der Klippe und höre, wie einer schreit. Und irgendwo einer weiter hinten. B! Entschuldigung. Ah, sie hat ihre Frage. Ja, wegen meinem Witz, es tut mir leid. Schon wieder! Alex, du treibst meine Leute in den Selbstmord! Gern geschehen? Bitteschön. Ich bin nicht Wessungen! Ich bin nicht Wessungen. Ich bin auch nicht Wessungen. Ich bin ein Wessungen. Ich bin nicht der Besitzer von Wessungen. Oh, ich warte mal, ich kann mal sofort hingerichtet werden.
Ein guter Diktator weiß, wann man seine Leute hinrichten muss. Immer wenn sie auf. Mittags. Ach so, ich dachte mittags, wenn man gerade gegessen hat. Gerade wenn man gegessen hat, dann kann man wieder richtig aufmüpfig werden. Man muss die Leute erst hinrichten, wenn sie aufmüpfig werden. Warte mal, ich mach mal kurz eine Fessung schon. Bei den meisten Fällen liegt sie. Fessung im Print! Weiß ich, wo da kommt die Bilanz um 1000 Euro. Selbst das Varieté brennt. Weißt du, warum krieg ich keine Meldung? Weißt du, Messungen, komplett Messungen brennt in der Innenstadt. Weißt du, ich krieg keine Meldung in der neuen Welt. Feuer, Junge. Ich übrigens, warte noch drauf, bis bei dir eine Feuerwache so in Brand steht. Und dann erstmal schön das Palpatine-Meme, mein Ronnie you could save others from death, but not himself. Ich habe ja eben gerade gesagt, wann richtet man Leute hin gegen Mittag? Wir haben gerade in-game 13 Uhr. Ist gerade auf 13 Uhr gesprungen. Mittag. Nein, mal ganz heute ernst. Heute gibt's Roasted Burger. Schleif die Guillotine. Geh nicht drauf ein, bitte! Das gehört bestraft. Sinning? Ja. Kirchenabfackeln hatten wir vor ein paar Jahrzehnten hier in Deutschland. Also Gedenkstätten. Alter Alex, das war jetzt unter. Ist deine Bevölkerung wirklich schon so tief gesunken, dass die jetzt auch Kirchen anzündet? Was? Brennt sogar ein weiteres Haus? Ja, natürlich brennt die Kirche! Ah, die wird schon gelöscht. Ja, trotzdem hat die gebrannt. Löscht die Kirche zuerst. Ja, unsere Stadtkirche hat auch nur dreimal gebrannt, glaube ich. Löscht das Varieté zuerst, danach die Kirche. Ich glaube tatsächlich, jede Kirche hat mindestens vier oder fünfmal gebrannt. Kevin. Wenn da einmal ein Blitz einschlägt, ist halt Ende Gelände. Fängt ja an zu brennen. Es heißt doch, dass ein Mensch Feuer fängt, wenn er vom Teufel besessen ist und eine Kirche betritt. Mich wundert, dass wir überhaupt noch Kirschen haben. Du meinst demnach ist gerade. Achso, ich dachte, das war jetzt auf Sinnings Stadt bezogen. Das bedeutet, einer ist bei ihm in die Kirche reingegangen. So. Zerstörer. Der war gut, Alex. Der war gut. Dafür gibt's einen Knapp. Den fand ich persönlich sogar noch nicht mal ganz gut. Der war so mittelmäßig. Zerstörerflottille 1 und 2. Den mit dem Burger fand ich besser. Zerleg diese. Das war's wert. Was ist das denn jetzt? Der weiße Hai! Ja, löppt der Lachs! Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht der Lachs schon wieder rum. Der Lachs ist wie eine Krankheit. Dann löppt er nämlich. Ansteckend. Kommt her, ihr Monitore! Ich poliere euch die Visagen! Endlich, das ist die Moral, die ich hören will. Kommt zum Tritt das Feuer! Das nicht. Ja, das eher schon wieder. Weg mit! Weiter schießen! Weg mit! Jetzt der auch noch, hier komm! Ach, Alex, meine Frage. Wie weit seid ihr halt mittlerweile in Ghost Recon? Storytechnisch. Nur noch ein paar Gebiete und dann sind wir beim Suenio. Ich glaube, drei Gebiete müssen wir noch. Welche Gebiete habt ihr dann schon abgeschlossen, dass ich das ungefähr mit einplanen kann? Alle mittig und alle nördlich und alle westlich, glaube ich, waren es. Guck da in den letzten Stream rein, wenn Alex mal auf der Map ist. Das ist noch einfacher. Schaut mir einfach mal den Gefallen und sag mir dann mal Bescheid, weil wenn ich mich dann einmischen darf. Du darfst dich nicht einmischen, ich stehe zuerst auf der Liste. Und selbst er steht als erstes auf der Liste. Okay, gut. Da hat Henrik sogar gar nicht mal so Unrecht. Wenn wir dich jetzt dazu holen, wäre das halt der absolute Dick-Move gegenüber ihm. Er hat allerdings auch schon bewiesen in einer Runde mit mir, warum. Bei uns auch. Er sah auch so gerade halb abgespielt bei euch. Ja, das passiert manchmal. Das liegt, glaube ich, auch wegen der Sprachaktivierung. Übrigens, ich möchte mal kurz anmerken, wie wunderschön das eigentlich bei Cap Trelawney ist mit diesen halbversunkenen Schiffen. Auf den Schiffen. Ich möchte mal anmerken, dass ich mal erstaunt bin, wie du deine Stadt einfach nicht ausbaust. Ja, ich bin gerade auf Schatzsuche. Die Karten laufen nämlich aktuell alle nach und nach ab und ich muss das jetzt innerhalb von 5 Stunden noch machen. Die noch nicht gebaut sind. Oder sind die gebaut? Die sehen so. Die sind alle gebaut. Die sind alle komplett durchgebaut. Witzig. Spritzig. Oh Gott. So, ihr dürft euch jetzt alle mal selber ohrfeigen. Das habt ihr euch verdient. Spritzig. Alle. Nicht heute nicht mehr. Also obwohl du bist genau, unter Ibo, eigentlich gerade deswegen. Du spürst ja sowieso gerade nichts, also kannst du mal richtig.
Ich spüre leider immer noch die Qualen, die Alex seine Witze hervorbringen. So schlimm kann das nicht sein. Also, ja, schon, mir. Aber nicht ganz so. Ich hatte gedacht, dass ich mir vielleicht das Hirn abschieße. Boah, geil. Ich hab eine Flasche Wein. Boah, geil. Ich hab dem Investor 20 Dottiers gegeben und der schenkt mir so einen Goldbeutel. Und dann ist da nicht mal Geld drin. Das ist nur so ein Scheiß-Item. Ich musste meiner Ingenieurin 20 Hochräder abdrücken, dafür habe ich eine Schiffsschraube bekommen. Normal. Ich will nicht wissen, wie sie es gemacht hat, aus 20 Hochrädern eine riesige Metallschraube zu schmelzen, aber gut. Aus 20 Hollandrädern so eine Metallschraube zu schmelzen. Hab ich Hollandräder gehört? Ja. Mann. Da bin ich ja Profi im Zerstören. Jetzt weißt du es, Holland. Cobra LP zerstört alles. Nee, ich frag mal Fahrräder. Lukas. Frag mal Lukas. Ich weiß gar nicht warum, aber er war, glaube ich, ein wenig angepisst davon, von der Aktion. Ah, er hat das Fahrrad aber gefinisht. Ja, mit Gissel zusammen. Spacko. Da wollten sie auch noch Alex die Schuld geben. Der hat nur die Vorlage gegeben. Das Beste war ja die Ausrede von Lukas, warum er das getan hat. Nicht etwa, weil zum Beispiel er Langeweile hatte oder so. Nein, er hatte Angst, dass Gissel noch mehr kaputt macht. Ja, ne? Deswegen macht er es. Genau, deswegen macht er es kaputt. Damit Gissel es nicht kaputt machen kann. Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte Gissel an dem Abend noch jemanden umgebracht. Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehen. Ja, oberflächlicher Arsch. Luxus. So, wie viele habe ich jetzt mittlerweile auf der Insel? Die Insel? Genug. Ich muss sie ja alles mal bauen, weil eine Gebäudeplanung zählt ja nicht als Bau. Ja, da wäre eine zweite Anzeige noch hilfreich, ne? So nach dem Motto, das sind die Planten. Gebaut. Genau. Aber du kriegst ja nicht mal hin, ordentliche Ölroute einzurichten. Oder ein Sync-Fehler zu erkennen. Aber die haben das schon auf dem Schirm, oder? Oder? Also, dass oder? Die Leute da eventuell auch Öl verkaufen wollen. Dass sie angefressen sind? Die wundern sich, warum so wenig Leute sich tatsächlich das Spiel holen noch. Also die DLCs zumindest. Ja. Hast du in der neuen Welt irgendwo Stein übrig, so 20, 23, 25 Tonnen? So ich hab welchen. Warum fragst du mich nicht? Weil Sinning in der neuen Welt sehr viel dominanter ist als du. Ha, ich bin dominant. Ach, und ich bin jetzt rezessiv, oder wie? Lag? Ja. Ah, geht weiter. Ne, aber, guck mal, okay, Alex, du darfst gerne für Henrik Stein liefern. Bitte. Ich brauche einmal bitte 25 8. Tonnen im Hafen von Kalle. Apropos Sinning, ist dein Flautebäcker gerade, Jors Flautebäcker, ist die gerade startklar in deiner Hauptstadt? Jors Flaute, ich warte immer weg. Ah, da, ja. Da liegt ein Item im Haupthafen, bitte. Das Wasser schäumt, Admiral. So, Henrik, ich klatsche dir auch gerne 200 Leben vor die Füße. Nee, ich brauche bitte nur 25 Tonnen. Ja, ich brauche jetzt gerade nur den Reparaturkran und den Rest kannst du dann auch aus den zwei Ziegeleien da vor sich hin produzieren. So, das vor sich hin produzieren. Das sind jetzt 8. Henrik ist gleich da. Wunder. 8 mal 4, 24 sind 16, 32. Wir sind auf dem richtigen Weg. Sinning, lieferst du eigentlich Kaffee nach und Tortillas nach Lachrochella? Tortillas habe ich ja selber gerade erst die Produktion richtig aufgebaut, das ist ja unten links. Also du brauchst nicht, aber weiß nicht, also dann sind die halt voll happy. Warte mal, ich guck mal deine Route gerade an, da Alex. Ich brauche ein größeres Schiff. Ich brauche ein Frachtschiff. Warte mal, ist vielleicht irgendwo eins im Angebot? Guck mal, sogar unten bei der Ding, Isabel, Samento. Ja, ich habe aber gerade nicht genug Geld. Oh, Gottes Willen. Soll ich dir irgendwas kaufen, was du verkaufen kannst? Nee, ich habe hier noch Frachtschiffe, die ich verwenden kann. Nur, ich habe gerade eine dauerhafte Bilanz von minus fast 9000. Ach so, und die Schnitzereien wollte ich dich fragen, ob du mir ein paar abgeben kannst. Dann kann ich dir nämlich das Item runterschicken. Oder das Ding herstellen. Ja, warte mal, ich habe da auch noch einen Kipper gerade in der Nähe. Kipper. Kipp doch einmal ein richtig schönes Bierchen. So, Henrik, wie viel brauchtest du? 50, ne? Oder 25, hattest du gesagt? 25 Tonnen, ja.
Ah, dann kriegst du 50, da das geht aufs Haus. Ich geh mal meine ganzen Routen richtig optimieren. Plane, Alter, das wird so Braindeck werden. Apropos Braindeck. Tauchen! So, Holz, Holz, da. Wie viel brauchtest du? So viel du entbehren kannst. Lol, was krieg ich denn hier für Items? Leck mich doch am Arsch. Ich kann die halt tatsächlich, je nachdem wie viele Handelskammern du hast und wie viel Arbeitskraft du einsparen möchtest, kann ich dir halt entsprechend auch mehr liefern. Zum Cup mir nur sagen, ne? Wie viel. Sinning? Zum Cup, ja. Ja. Ich bin sehr enttäuscht. Die Insel mit den 32.000 Bananenplantagen heißt nicht Bananenrepublik. Hab ich mir auch schon gesagt. Also Sinning, ich brauche für den Human-Inkarnateur, den... Ach, warte mal, den baue ich dir gleich direkt. Da brauche ich noch nicht mal Holz. Oder sie heißt nicht Maisrepublik, weil da auch viele Maisfelder sind. Aber Sinning, was ich dir jetzt erstmal runterbringe, ist Einkommen pro Haus 30%. Dafür brauche ich die Holzschnitzereien. Und Rum. Und Bier. Also Bier 15, brauchst du denn bei mir nicht zu melden? 15 Holzschnitzereien brauche ich pro Item. Ich glaube, gerade gehen 22 nach oben. Ich verlagere gerade halt meine Zigarrenproduktion. Schreib dir mal auf, 15 von diesen Holzteilen und 10 Rum. Leute. Halt je nachdem, wie viele haben möchtest, kannst du schicken. Warum? Warum? Stopp, warte. Ich hab euch mal gerade den Arsch gerettet. Mute. Was ist denn los? Explodiert irgendwo was? Brennt irgendwo was? Ist ich konnte gerade noch rechtzeitig muten. Revolution der Paprika. Ich hab einfach schnell mein Mikrofon vom Kopf geworfen. Ich hab ganz kurz noch rumgeschwenkt und gemutet. Wo wird Revolution? Vor der Revolution der Paprika. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Nichts Neues. Also Sinning hast du mitgekriegt, ne? 10 Rum und 15 von den Schnitzereien. Und dann, je nachdem wie viel du mir lieferst, desto mehr stelle ich, kann ich dir herstellen. Ja, von den Einkommen plus 30. Ich arbeite gerade an allem hier. Ich will nur sagen, ich verlagere das ein bisschen auf dich. Wenn du mehr lieferst, dann kann ich auch mehr herstellen. Apropos liefern. Bier! Scheiße. Bier? Nein, ich muss meine Bierproduktion hochfahren. 3, 2, 1, implodierte Wirtschaft. Das sehe ich schon bei mir. Cool, ich habe der Frau 5 Schweine gebracht und 5 Wurst bekommen. So, Sinning Route 13. Heißt die wirklich Sinning Route? Ja, damit ich bei euch habe ich auch beispielsweise Kuraten 1 oder Alex 4 und... Okay. Er hat halt ein einfaches und sinnvolles System gefunden, um seine Handelsrouten zu überprüfen. Bei mir heißen die CT, Cobra Trade. Jo, das sind die, die zu euch führen. Das heißt East India Trading Company. Ja, Henrik, genau das heißt das. East Cobra Trading Company. Sinning 13 und direkt dahinter müssen wir jetzt Sinning 14 anlegen. Anlegen? So wie. Cobra, da steht ein Schlachtkreuzer von dir in meinem Hafen. Momentchen. Der lädt sofort aus. Ich muss gerade nur irgendwie das Bier booschen. Na egal, scheiß drauf. Boost. Nein, warte mal, die neue Welt. Da war ja was. So, ist da. Bitte. Okay. Aufs Haus. Yeah. So, Reparaturkran ist da. Jetzt kann die ganze Zerstörerflotte repariert werden. Schaffe ich es in 9 Minuten noch Richtung Neue Welt mit dem scheiß Tauchschiff? Theoretisch ja, praktisch weiß ich nicht. Naja, ja, mal, auf geht's. Bis zur neuen Welt schaffst, ist die Frage. Weil wenn du es so gerade so zur neuen Welt schaffst, hast du es wahrscheinlich mehr zur Tauchstelle, ne? Auf jeden Fall habe ich hier zwei Sachen gefunden. Drachenfisch der Tiefsee gibt 30 Attraktivität, ist nur selten. Aber der verfickte weiße Hai ist episch und gibt 40, obwohl der einfacher zu fangen ist. Die Menschen ist lassen mich hochleben. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Die Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Das klingt schon eher danach. Messung? Welche Stadt wohl? Natürlich Messungen. Das klingt schon eher danach. Oh, guck mal, da sind sie. Ich glaube, die fahren. Ja, komm, wir mal die Polizeistation. Die Revolution ausgerufen, da ist schon eher.
Okay, ich darf es nicht Sklave de Cobra nennen, aber Sklaveria. Sklaver de Cobra. Ich fühle mich ja geehrt, aber nee. Doch, das würde so heißen. Sklaver de Cobra. Interessant, dass ich nicht Sklave reinschreiben darf. Ich habe auf die 67 Punkte Inseldurchschnittszufriedenheit. Ah, schön. Inselbefriedigung. Inselbefriedigung. Meine Insel hat richtig voll gespuckt. Du wolltest das gerade sagen, ne? Habe ich recht? Ja, sicher. Die Insel ist richtig befriedigt. Hört auf. Bitte. Okay. Ach, verfickte Scheiße, nur eins. Dieses Hin- und Hergeschieben, was denn? Dieses Hin- und Hergeschieben mit den Handelsposten geht ein bisschen auf dem Senkel. Weil es halt auch irgendwie nie passt. Irgendwer eine Idee, wo ich Items herkriege, mit denen ich das Bier boosten kann? Ich kann die Bier verkaufen. Eventuell bei Blake Charakter-Items und vielleicht... Ja, beim Nate halt, ne? Entschuldigung, bei Bleakworth vielleicht sind da ein paar Charakter-Items, die Bier beschleunigen und ansonsten vielleicht bei Blake ein Buch oder so. Ja, Moment. Gut, dass ich in der alten Welt einfach gar kein Schiff mehr habe. Brauchst du ein Schiff? Ich brauche da hinten ein Schiff wahrscheinlich. Beidrehen! Beidrehen! Ist der Schiffs. Ich dürfte aktuell unser reichster Spieler sein. Koratten? Meisterin der Schmieden beeinflusst Stahlwerk, Kanonengießerei und Geschützfabrik. Produktivität plus 40%, minus 25% Arbeitskräfte erforderlich. Absolut. Wo? Bei Blackworth. Habe ich gerade gerollt. Blackworth, also. Ja. Unten. Ich mobs mir die Veredlerin mal, weil die brauche ich in der neuen Welt. Ach, scheiße, ich habe gerade kein Schiff hier. Ansonsten kann ich sie für dich kaufen und hinschmeißen. Willst du irgendwas haben? Noch? Hast du zufälligerweise Mr. Swill den Hydrodynamiker für mehr Schiffe? Für weniger Schiffskosten? Nee, ich glaube, ich hatte dir schon einen rübergeschmissen, ja? Nee. Henrik, was macht der? Blauer, kein, nicht der lilane. Ich gucke mal, was ich finde. Henrik, was konkret macht der? Ach, da kommt gerade die Andromeda. Drückt der alle Kosten für Schiffe runter, oder wie? Ja, ich glaube um 35%. Wie rüstet man ihn aus? Okay, ist erledigt. Ich habe gerade meine Hafenmeisterei. Die Hafenmeisterei packst du neben die Schiffswerft. Und dann drückt die von allen aktiven Schiffen. Wie soll das funktionieren? Nein, von den Schiffen, die du baust, verringert die Kosten. Ach so. Weniger ja, gut, Dampfmaschinen, weniger Stahl, weniger Geschütze. Ja, das ist jetzt für den Anfang ganz nett, aber für später ist es doch irgendwie komisch. Blöd. Lame. Naja, wenn du so eine einzelne Produktion für schwere Geschütze hast, das ist schon ziemlich geil. Um die Menschen zu formen.